Moin, ihr Lieben, heute habe ich noch einige Neuzugänge aus dem Dezember 2020 für euch und ich möchte euch auch meine weihnachtlichen, nerdigen Geschenke zeigen, die bei mir eingetrudelt sind und ein bisschen Kleinkram ist auch noch dabei, der bei mir im Dezember eingezogen ist. Warum sage ich einige Neuzugänge aus dem Dezember? Da sind nämlich noch viele andere eingezogen, aber alle zu einem bestimmten Thema und da dazu ein eigenes Video online kommt, werde ich die jetzt erstmal in diesem Video nicht zeigen. Eigentlich war dieses Video auch gerade gar nicht geplant, aber da ich jetzt gerade eine Drehlücke hatte und noch was einschieben konnte, habe ich mir jetzt einfach gedacht, zeige ich euch jetzt einfach dieses Sammelsurium an Büchern, Notizbüchern und Geschenken, die im Dezember bei mir eingezogen sind. Zunächst einmal ein Buch, was ihr schon gesehen habt, und zwar ist das in einem Wichtelpaket von der lieben Sarah bei mir eingezogen, Sarah von Alice im Bücherland. Da war dieses Buch dabei, Das Schwarze Haus von Peter Straub und Stephen King. Das ist der zweite Band der Dilogie nach der Talisman. Und da habe ich euch ja auch schon in meinen Vorsätzen erzählt, dass ich diese Reihe nochmal von vorne anfangen möchte, also den Talisman erst lesen möchte, bevor ich dieses hier lese, weil da schon einige Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Und da müsste ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen was auffrischen. Und die liebe Sarah möchte mich dabei begleiten. Da freue ich mich sehr, dass wir das zusammen entdecken werden. Und ich bin sehr gespannt, wie es mir gefallen wird beim zweiten Mal lesen. Und wie halt eben dieses Buch mir denn gefällt. Das spielt tatsächlich 20 Jahre später nach dem Talisman. In der Talisman geht es um einen kleinen Jungen, dessen Mutter sterbenskrank ist und er möchte sie retten. Außerdem möchte er auch die Welten retten, denn die sind gefährdet. Und das kann er tun, indem er einen Talisman sucht. Und er entgeht Gefahren, indem er von einer Welt in die andere springt, also in die Parallelwelt und wieder zurück. Und so beginnt eine Reise, ja, mit ganz, ganz vielen Gefahren und Abenteuern und Freunden und Feinden. Und ja, mehr weiß ich auch nicht mehr. Und ich bin gespannt, das neu zu entdecken und eben hier auch dieses Buch das erste Mal zu lesen. Und dann waren in ihrem tollen Päckchen auch noch zwei Notizheftchen, die ich einfach wunderschön finde. Und zwar sind das die alten Illustrationen aus dem Klassiker Alice im Wunderland. Einmal dieses hier und dieses hier. Und ich habe tatsächlich auch schon Verwendungszwecke dafür gefunden. Und zwar möchte ich oder habe ich schon angefangen, in dieses Heftchen mit dem Hasen, mit dem weißen Hasen, die Neuerscheinungen reinzuschreiben, auf die ich mich am meisten freue im Jahr 2021. Und in dieses Heftchen habe ich jetzt angefangen, meine Leserunden zu organisieren, also mit wem ich wann welches Buch zusammenlesen möchte, damit das mir nicht zu viel wird, damit man nicht falsche Versprechungen macht und damit man auch nichts vergisst, mit wem man welches Buch lesen wollte. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass ich die in der, ja, tatsächlich in der Nutzung habe und immer wieder zur Hand nehmen kann und mich an den Motiven erfreuen kann. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ja, und jetzt kommen wir schon zu meinen Weihnachtsgeschenken. Und zwar ist das das einzige Buch, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Normalerweise bekomme ich tatsächlich nicht so viele Bücher geschenkt, so gut wie gar keine, was ich auch irgendwo verstehen kann. Gerade bei Leseratten, die wirklich extrem viel lesen, hat man ja doch manchmal Hemmungen, was zu schenken, besonders weil, wenn man nicht genau weiß, was der oder diejenige genau liest, ob man vielleicht was doppelt schenkt oder ob man was Falsches schenkt. Und da kann ich das gut verstehen, dass manche denn lieber kein Buch schenken. Und wiederum, manche wissen natürlich, dass ich hier ganz, ganz viele ungelesene Bücher auch noch liegen habe. Und deswegen denken die sich ja, sie hat ja genug. Aber ich freue mich immer über Bücher. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich tatsächlich mit einem Buch beschenkt wurde, und zwar Blizzard, die weiße Gabe von Kate Jans. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das wäre kein Buch, was ich mir selbst ausgesucht hätte, weil das zwar in die Richtung Fantasy geht, aber auch einen hohen romantischen Touch hat, Anteil hat. So scheint es jedenfalls, wenn man den Klappentext durchliest. Aber hier sind auch einige Elemente dabei, die mich schon sehr ansprechen. Das Ganze ist wieder sehr, sehr winterlich und magisch.
Und deswegen könnte es sein, dass es mir gefällt. Ich lese euch einmal den Klappentext vor. Schon ihr ganzes Leben lang hat Amy nur ein Ziel vor Augen, in die mächtigste Magiergilde des ganzen Landes aufgenommen zu werden. Wild entschlossen verlässt die junge Eismagierin ihr Dorf, um sich der Aufnahmeprüfung zu stellen. Doch schon die Reise selbst ist eine Herausforderung. Ihr Reisegefährte, ein mysteriöser Fremder mit flammend grünen Augen, könnte nicht unausstehlicher sein und raubt ihr den letzten Nerv. Zu ihrem Entsetzen muss sie jedoch feststellen, dass dieser niemand geringerer als der Sohn des Gildenmeisters ist und damit derjenige, in dessen Hand ihr Schicksal liegt. Ja, da haben wir ihn wieder, den mysteriösen Fremden mit den tollen Augen, der unausstehlich, aber auch unwiderstehlich ist. Und ich bin gespannt, ob ich hier eher Augenrollmomente habe oder ob ich mir über diese Liebesgeschichte hinwegsehen kann oder ob ich die sogar genießen kann. Ich will es auf jeden Fall probieren. Das Thema, diese Eismagie, das klingt auf jeden Fall toll, märchenhaft und winterlich, magisch. Und mal gucken. Ich freue mich dennoch darüber und probiere es einfach aus und werde dann schauen, ob ich denn die Reihe weiterverfolge oder ob ich das Buch sogar abbreche. Ja, ihr werdet auf jeden Fall erfahren, sobald ich dazu greife. Vielleicht kennt ja auch einer dieses Buch schon und kann mir davon berichten, wie es gefallen hat. Es geht auch eher in die Jugendbuchrichtung, weil es im Carlsen Verlag erschienen ist. Und ich finde, ja, das Cover ist auch ganz süß gemacht, auch wenn ich jetzt hier Frauen auf Covern auch irgendwie jetzt nichts Großartiges Besonderes finde, aber dieses Farbenspiel zusammen, das gefällt mir dann wiederum ganz gut. Ja, das war es auch schon mit den Büchern, mit den Romanen. Ein Notizbuch habe ich allerdings noch, und zwar ist es diesmal eins, was ich mir selbst gekauft habe. Das letzte Mal, als ich in der Stadt war, da waren noch die Geschäfte offen, da hatte ich ein Weihnachtsgeschenk gesucht und da war ich auch im Elbenwald-Shop, der Shop für alle Nerds. Und da habe ich natürlich auch für mich wieder ein bisschen geschaut und habe tatsächlich was gefunden, was ich unbedingt mitnehmen musste. Und zwar ist es ein Harry Potter Notizbuch und ich war total geblendet von der Schönheit dieses Notizbuches. Und zwar ist es dieses hier. Ja, im Grunde müsste man es eigentlich so halten, weil es in der Optik der Fahrkarte vom Hogwarts Express ist. From London to Hogwarts. Ja, richtig, richtig schön in diesem Cremeweiß mit Gold geprägt und auch noch so ein bisschen mit schwarzen Schriftzügen abgesetzt. Und dann haben wir halt auch diese schwarzen Elemente. Einmal der Gummizug, der Gummiverschluss hier. Dann haben wir ein schwarzes Lesebändchen und auch noch eine Schlaufe für einen Stift in Schwarz. Und ihr konntet es vielleicht schon sehen, ein richtiger Eyecatcher ist auch der goldene Buchschnitt. Wunderschön, aber nicht nur von außen ist es wunderschön, sondern auch die Vorsatzpapiere sind einfach der Knaller. Und die sind auch noch unterschiedlich. Das hier finde ich noch schöner. Und hier hinten ist auch noch so eine kleine Tasche. Kann man noch so kleine Notizzettelchen mit reintun. Ja, hat mir so gut gefallen. Das Ganze ist liniert. Und hier unten haben wir noch das kleine Emblem von dem Gleis 9 3/4. Was ich da reinschreiben werde, das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, ich würde schon gerne was Harry Potter-mäßiges da reinschreiben. Ich wollte ja immer schon noch ein Notizbuch haben, wo ich Lieblingszitate reinschreibe. Und vielleicht nehme ich das hier einfach für Harry Potter Lieblingszitate oder noch irgendwas anderes Harry Potter mäßiges. Ja, ich will es auf jeden Fall verwenden. Es soll nicht einfach unbenutzt irgendwo rumstehen. Ich könnte es mir auch gut vorstellen als Buch der Bücher. Aber nun habe ich ja eins, was auch sehr, sehr schön ist. Und das wird, denke ich mal, noch 2-3 Jahre reichen mit dem Platz. Mal gucken, ob das so lange steht und darum dann erst 2024 verwendet wird oder ob mir noch irgendwas einfällt. Aber ja, das ist so schön. Wir machen weiter mit Weihnachtsgeschenken und dieses Weihnachtsgeschenk stammt tatsächlich auch von meiner Wunschliste. Das ist eine Sammlung aus Postkarten von meinem liebsten Illustrator Benjamin Lacombe. Das ist ein französischer Illustrator, dem ich auch auf Instagram folge und ich liebe einfach seinen Zeichenstil. Er illustriert die verschiedensten Klassiker, aber auch eigene Geschichten. Und er hat einen ganz besonderen Stil. Ich kann mir vorstellen, dass
den nicht jeder mag, weil der schon teilweise ein bisschen morbide und ein bisschen düster ist. Aber ich finde ihn einfach toll und auch die Farben sind immer so ganz satt. Und ich möchte euch mal eins, zwei ja, Postkarten aus dieser Sammlung zeigen. So kam das erstmal an. Und ich werde, denke ich mal, einige Lieblingsmotive vielleicht hier bei mir aufhängen. Ich habe hier so eine kleine Collage an Lieblingspostkarten, die ich geschickt bekommen habe oder die ich selbst entdeckt habe. Und ich denke aber auch, dass ich einige tatsächlich benutzen werde, um liebe Grüße dazulassen in Tauschpakete oder bei Geschenke, die man verschickt oder verschenkt und wo man weiß, dass die oder derjenige auch auf solche Illustrationen steht. Ich zeige euch eine Illustration, die aus Edgar Allan Poes Kurzgeschichtensammlung stammt, die Benjamin Lacombe eben auch illustriert hat. Und zwar ist das diese hier. Ja, das finde ich mit einer der schönsten Illustrationen. Und wie gesagt, es ist halt sehr speziell, aber ich finde es halt auch richtig, richtig schön. Morbide und trotzdem schön. Dann haben wir hier aus dem Werk Marie Antoinette ist das, glaube ich. Ja. Oder hier. Also es ist, die Menschen sind schon sehr speziell gezeichnet, aber ich mag's und deswegen freue ich mich da auch sehr drüber und ich dachte, das passt hier auch ganz gut rein in die nerdigen, buchigen Weihnachtsgeschenke. Von meinem Onkel habe ich dann noch ein Trivial Pursuit von Harry Potter geschenkt bekommen. Sind im Grunde diesen Plastikteil, Karten und ein Würfel drin. Und ups, auf diesen Karten sind halt aus den verschiedensten Kategorien, und diese sind immer mit bestimmten Farben markiert, verschiedenste Fragen abgezeichnet. Ich habe nicht genug Hände. Zum Beispiel, Where does Professor Dumbledore first meet Tom Riddle? Das war in einem Waisenhaus. Oder auf Englisch in an Orphanage oder so, wie man es ausspricht. Ja, es ist auf Englisch tatsächlich eine kleine Herausforderung für mich, aber ich habe mich sehr gefreut. Es sind teilweise sehr, sehr einfache Fragen dabei, aber das macht ja nichts. Ich habe die dann zwischendurch immer mal ein bisschen durchgeblättert und durchgelesen und wenn man dann mal einen, ja, Harry Potter Nerd bei sich hat, dann kann man das vielleicht ja auch irgendwann mal spielen. So, und jetzt habe ich es so komisch hier reingepackt, dass ich es nicht mehr zubekomme. Und der Deckel fällt auch noch runter. Super. Dann habe ich noch eine Erweiterung zu meinem Lieblingsgeschirr bekommen. Und zwar habe ich bereits eine Teekanne, zwei Becher und eine Etagere von einem, ja, Alice im Wunderland Geschirr. Und dazu habe ich jetzt passend die Kuchenteller bekommen und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Die kommen immer wunderschön verpackt an in so einer ganz tollen Kartonage. Hier seht ihr die. Und so ist halt auch das Geschirr in diesem Stil, in diesen altmodischen und klassischen Illustrationen aus dem Klassiker von damals. Und so mit Magnetverschluss und ich möchte euch dann einen Teller mal zeigen. Die haben nämlich alle unterschiedliche Motive und eines davon ist eben dieses hier. Ist halt immer ein, ja, weißer Untergrund, ist immer die Hauptfarbe ist weiß und dann ist es immer mit Schwarz bedruckt und kleine Details sind immer in Gold-Applikationen abgedruckt. Und es gibt immer eins, zwei ja, Zitate auf den Tellern noch. Hier haben wir eben Have I Gone Mad und die Grinsekatze ist in Gold. Und wir sehen Alice von hinten im Wald im Wunderland. Ja, also unglaublich schön. Ich liebe dieses Geschirr und ich liebe die Kanne und ich liebe meine Becher. Und es sind einfach so, so tolle Motive. Ach komm, ich glaube, ich zeige sie euch doch jetzt alle. Was sagt ihr dazu? Ihr möchtet sie doch auch sehen, oder? Hier haben wir noch dieses Motiv, was ich auch sehr, sehr schön finde mit den Spielkarten. Und da sind einige Herzen und Karos eben auch in Gold abgesetzt. Dann haben wir hier das weiße Kaninchen. Oh dear, I shall be too late.
ein anderes weißes Kaninchen. Und zwar könnt ihr diese Illustration vielleicht wiedererkennen von dem Notizbuch. Das ist nämlich dieselbe, aber auch unglaublich schön. Und das war's. Ja, dann habe ich euch jetzt alle gezeigt. 4 Stück sind da drin. Aber ich glaube, jetzt bin ich erstmal gut ausgerüstet. Ich bräuchte öfter Besuch. Ist im Moment ja eher schwer, aber kommt mich doch mal zum Tee besuchen. Dann hole ich dieses wunderschöne Geschirr raus. Dann gibt's ja Kekse, Tee und Kuchen. Und dann schwelgen wir wie der Hutmacher, der Märzhase und Alice schön in der Teestunde. Also das war wirklich auch ein ganz besonderes Geschenk, auch wenn ich das auf meiner Wunschliste hatte und das jetzt nicht so überraschend war. Aber es ist einfach so ein schönes Geschenk, was man halt auch im Alltag benutzen kann und sich dabei erfreuen kann an dieser Schönheit. Ein Weihnachtsgeschenk habe ich noch, über das ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil das selbst gemacht ist, weil das auf meine Lieblingsserie zugeschnitten ist und ja, weil das einfach etwas selbst zusammengestelltes, für mich zugeschnittenes ist. Und das sind die Geschenke, die eben am schönsten sind, weil sich da jemand Gedanken gemacht hat und sich auch noch die Mühe gemacht hat, etwas selbst zusammenzustellen. Und zwar ist das zu meiner Lieblingsserie Modern Family. Hat eine liebe Freundin einen Kalender zusammengestellt mit Sprüchen von dem Charakter Phil. Und das ist mein Lieblingscharakter aus dieser Serie, Phil Dunphy. Und er ist halt ein Familienvater. Und als seine Tochter Haley auszieht in so ein Studentenwohnheim, da schenkt er ihr halt so ein Weisheitenbüchlein mit verschiedenen Weisheiten aus seinem Leben, die er sich selbst ausgedacht hat. Und er nennt dieses Buch halt Philosophie. Und falls euch jetzt dieser Name etwas sagt, ja, es gibt hier auch einen BookTube-Kanal namens Philosophie, der ist aber genau dieser Serie entlehnt, weil, denke ich mal, Philipp tatsächlich auch auf Modern Family steht. Und ja, hier ist dieser kleine Kalender, Philosophie, und da hat die liebe Freundin immer jeweils ein Bild aus der Serie genommen von Phil und dazu dann immer einer seiner Weisheiten. Und die sind so bescheuert und gleichzeitig so witzig und ich liebe diese Folge und ich liebe die gesamte Serie. Es ist so ähnlich wie Big Bang Theory. Ich kann die immer wieder von vorne angucken. Ich kann immer wieder über die gleichen Sachen lachen. Ich kann immer wieder neue Dinge entdecken. Und gleichzeitig hat es irgendwie etwas sehr, sehr Liebevolles, wie diese Patchwork-Familie miteinander umgeht. Es hat immer wieder so eine kleine Message und es hat immer wieder auch etwas sehr Emotionales und sehr Tiefgründiges und so eine, ja, eben so eine kleine Botschaft am Ende ist es dann doch immer wieder dabei. Und ja, ich werde euch mal vielleicht 1-2 Sprüchlein sagen. Und zwar ist das hier für den Januar. Hier haben wir nämlich Phil. Und er sagt, sieh den Menschen immer in die Augen, auch wenn sie blind sind. Dann sagst du, übrigens, ich sehe ihn gerade in die Augen. Ja, es sind halt total die bescheuerten Ratschläge. Aber wenn man Phil kennt und weiß, wie er das ausspricht, kann man sich nicht mehr halten vor Lachen. Also ich liebe das und finde es einfach ein ganz, ganz grandioses Geschenk, grandios überlegt. Und ich freue mich jetzt jeden Monat dann wieder ein Blättchen umzublättern und mich auf den nächsten Spruch und auf das nächste Bild von Phil und die Weisheit von Phil zu freuen. Ja, das waren die Weihnachtsgeschenke und zum Schluss des Videos habe ich tatsächlich noch 2 Lesezeichen, die bei mir hier eingezogen sind. Und beide einfach sehr, sehr besonders und sehr, sehr schön. Zum einen in meinem Adventskalender war dieses wunderschöne Lesezeichen dabei. Und zwar ist das eine Feder in einer meiner liebsten Farben, in so einem dunklen Weinrot. Finde ich total schön. Und da ist dann halt eine Kette dran mit einem kleinen Herzen. Und die Feder kann man dann ins Buch legen, ist also ganz dünn. Und dann hängt so ein bisschen das Herz raus. Ja, sehr, sehr schön.
Und auch das zweite ist sehr filigran und wunderschön und das passte einfach unglaublich gut in den Winter. Und zwar habe ich bei der lieben Doris bei Wohlfühlmomente wieder ein bisschen Duftwachs bestellt. Und das war ja auch die Booktube-Kollektion, die ich da bestellt habe. Und da hat sie wieder, wie letztes Mal auch schon, ein Lesezeichen dazu gepackt. Und das ist so schön und es passt einfach direkt zu meinen Vorlieben. Und ich zeig's euch einfach, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Es ist diese wunderschöne Schneeflocke aus Metall mit einem eisblauen Bändchen dran. Es ist ganz dünn, sodass man die Schneeflocke auch ins Buch legen kann. Ja, und dadurch, dass ich im Dezember und jetzt auch im Januar noch winterliche und weihnachtliche Bücher gelesen habe, passte das einfach so unglaublich gut. Und farblich auch einfach total abgestimmt. Also ich war ganz begeistert und bezaubert, als ich das ausgepackt habe, weil ich nicht wusste, dass das dabei lag. Das war einfach ein kostenloses Goodie und da habe ich mich fast mit am meisten drüber gefreut, als ich das ausgepackt habe. Ja, das waren sie, meine nerdigen Weihnachtsgeschenke, ein paar Buchneuzugänge und ein bisschen Klimbim, auch zum Thema Buch und Lesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude bei dem Video und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.